Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Das neue Zeitrennen ist draußen namens Flughafen von Los Santos mit einer Zeitvorgabe von 1 Minute 43. Und das schauen wir uns heute mal wieder mit der ungetunten Barty an. Wir müssen auf jeden Fall wieder viel Willi machen, weil sonst schaffen wir das Ganze nicht. Wo befindet sich das ganze Zeitrennen? Hier beim Flughafen. Und wir müssen einmal, also die Route ist eigentlich relativ leicht, immer nur die Straße entlang. Und hier befindet sich dann das Ziel. Wir fahren die Straße auch hier 1 zu 1 genauso nach, außer hier fahren wir das nicht so komisch, sondern wir springen hier runter und fahren dann aus Geisterfahrer fahren wir hier entlang und dann auf diese, ja, auf die Straße, hier eben, hier dann auf die Straße, hier hoch und dann hier runter und dann trefft man sich wieder hier dann einfach nur der Route nach, aber das zeige ich euch jetzt ganz genau im Detail. Man muss aber noch ein bisschen aufpassen hier beim Runterspringen, ich zeige das mal. 3, 2, 1 und ready to go, wir starten hier gleich mal rein. Also ich fahre hier und dann bremse ich sogar ein bisschen, also dass wir wirklich nicht weit springen, nur bis hierher, weil sonst, crasht man sehr schnell. Also man fliegt, wenn man zumindest mit der Barty unterwegs ist, fliegt man doch sehr, sehr schnell vom Motorrad runter, wenn man von höher oben runter springt. Drum da ja lieber ein bisschen vorsichtig angehen. So, jetzt eben hier die Abkürzung, also hier aus Geisterfahrer eben entlang fahren. Ein bisschen auf den Gegenverkehr halt achten und immer wieder ein bisschen Willi ziehen. Jetzt sage ich, ja gut, will nicht die ganze Zeit Willi ziehen. Auch kein Problem, da braucht ihr nur ein getuntes Motorrad hernehmen. Dann ist die Sache auch nicht so schlimm. Hier fahre ich auch wieder aus Geisterfahrer, ein bisschen hier auf den Gehsteig, einfach um die Strecke ein bisschen abzukürzen. Und hier muss man eigentlich wirklich, ist eigentlich nicht recht schwer mit dem Motorrad, weil man eh viel Platz hat. Wo man allerdings aufpassen muss, ist der ganze Querverkehr und die ganzen Abbieger. Denn die, die sind teilweise echt unberechenbar und ich glaube, das kennt eh jeder, wenn man so entlang fährt. Und dann kommt da, ja gut, Querverkehr finde ich jetzt nicht so unberechenbar, aber die Abbieger finde ich halt teilweise echt ganz schön hart. Man fährt vorbei und dann rammt sich halt vom Motorrad runter, ne? Aber gut. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ich bin hier die ganze Zeit auf jeden Fall mit Willi unterwegs. Was macht der Weiße hier? Okay, keine Überraschungen hier jetzt. Also wie gesagt, immer die Straße entlang. Das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Ich wollte ja letztens, wollte ich das HSW-Zeitrennen eigentlich noch machen. Aber jetzt fängt es ja wieder von vorne an. Und das habe ich ja schon abgefilmt. Habe ich mir gedacht so, nee, gut. Brauche ich jetzt nicht nochmal, weil es gibt ja insgesamt, ich weiß jetzt nicht wie viele, 10 verschiedene ungefähr. Sowas würde ich jetzt mal tippen. Verschiedene Zeitrennen. Mehr gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Und jetzt wird es eh schon ganz schön knapp. 40, 42, 43. Ja, fehlgeschlagen, ey. Meine Güte. Ach, komm, Junge. Warum, ey? Ah, warum muss ich in letzter Zeit das immer so knapp fehlschlagen? Das ist uncool. Das ist uncool, ey. Weil ich jetzt wieder alles zurückfahren darf, ey. Echt uncool. Dann probieren wir das Ganze noch einmal. Also, wie gesagt, hier langsam runterspringen. Also nicht so schnell mit der. Habt ihr ein anderes Motorrad wie die Barty, zum Beispiel die Hakuta Drag oder die Shotaro, dann könnt ihr da ja gleich Vollspeed runter. Dann seid ihr natürlich auch da nochmal schneller. Weil da fliegt man bei weitem nicht so schnell vom Motorrad runter wie mit der Barty. Und jetzt zeige ich euch auch noch was. Was echt nervt. Ich bin jetzt runtergeflogen vom Motorrad. Okay, gut. Ich kann noch respawnen. Aber jetzt passt mal auf, wo ich lande. Ich lande hier, ne? Dann darf man wieder das ganze Parkhaus hier nach oben fahren. Also manchmal macht Rockstar echt so Sachen, wo ich mir denke so, na, weiß nicht, ist irgendwie wie früher FIFA spielen. Ich weiß nicht, ob ihr mal FIFA gespielt habt, aber früher, war ich auch so ein FIFA-Spieler. Und ich fand bei FIFA, da konnte man sich halt richtig mies aufregen, ne? Und ist bei GTA ja eher nicht so der Fall, dass man sich da jetzt groß aufregt. Aber bei solchen Sachen kann man sich zumindest ein bisschen aufregen, finde ich. Junge, oh, was sind denn am Abend jetzt so viele Fußgänger unterwegs? Jetzt muss ich wirklich eine Nachtschicht einlegen hier, ey. Ich glaube, ich bin, ey. Und wieder das Parkhaus hochfahren, ey, weil es Spaß macht. Weil es einfach Spaß macht. Das ist einfach so unnötig, ey. Das ist einfach unnötig. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man für ein Zeitrennen, 30 Versuche meinetwegen braucht. Das finde ich echt nicht schlimm, ja. Aber diese unnötigen Dinge zwischendurch einfach, das macht es irgendwie aus. Ich meine, ich muss auch schon wieder hier mit der ungetunten spielen, ne? Ich kann auch einfach ganz entspannt die getunte Barty hernehmen. Dann wäre das, wäre das eine sehr gemütliche, lockere Sache. Aber ich weiß nicht, ihr habt da irgendwie meinen Tick, dass ich es, weiß auch nicht, ey. Muss man das mal irgendwie abgewöhnen, ey. Wahrscheinlich ist es eh viel sinnvoller, wenn ich es einfach mit der getunten Barty mache. Aber ja, ich mach's halt nicht, ne? Ich mach's halt irgendwie immer mit der ungetunten. Nein! Nein, 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 nein! Dass es einfach gibt, ne? Und wieder Parkhaus hochfahren.
Naja, für alle, die meinen. Oh, knapper Querverkehr. Naja, gut. Für alle, die mein letztes Video gesehen haben, also das letzte Zeitrennen-Video, wo ich dann die Tankstelle da reingefahren bin, wo ich gesagt habe, so, ah, jetzt weiß ich gar nicht, weil ich ja dann gleich gestorben bin, wo ich durchs Ziel durchgefahren bin, habe ich gesagt, so, ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Für jeden, den es interessiert, nee, ich habe es nicht geschafft. Wir haben 7, nee, 1700 oder so, haben wir gefehlt. Also, ja, wie gesagt, habe ich aber dann erst bei der Bearbeitung mitbekommen. Aber ich glaube, jetzt könnte von der Zeit hier auf jeden Fall es gut ausschauen. Was? Es blinkt schon wieder. Komm, jetzt hau muss ich aber rein. Komm, jetzt hau muss ich rein. Geht sich das aus? Junge, das geht sich ja niemals aus. Zu einem für, nee, brauche ich ja nicht machen. Brauche ich ja gar nicht machen, ey. Ha, komm, ich hole mir jetzt die Getunte, jetzt reicht's mal. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, ey. Eigentlich ist es echt nicht so schwer, aber keine Ahnung, das ist einfach so unnötig, dass man es mit der Ungetunten probiert, ey. Wirklich unnötig. Ist ja auch schon eine unnötige Sache schon wieder, oder? Ich, heute reg ich mich nur auf irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Freue mich einfach schon, wenn ich wieder rauskomme, dann, ey, weil draußen ist so schönes Wetter. Aber ja, nee, Spaß machen tut es mir trotzdem, so ist ja nicht. Aber dass der Mechaniker einfach das Motorrad so weit oder das Fahrzeug so weit wegparken muss, ich verstehe das nicht, ey. Bringt es doch einfach direkt vor meine Nase, ey, ne? Na gut. Dann fahren wir mal. Ah ja, die Beschleunigung. Jetzt wird ihr sehen, das ist so ein Unterschied, ey, mit der getunten. Gut, ihr wisst es ja selber, ne? Ich fahre jetzt trotzdem mit Willi, mit der getunten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man es ohne Willi schafft. Drum würde ich euch schon raten, macht es mit der getunten, wart hier lieber auch ein bisschen Willi, aber gut, brauchst du natürlich nicht übertreiben mit dem Willi. Schaffen wird man es jetzt so oder so. Ja, schaut es nach einer gemütlichen Sache aus. Es läuft zwar jetzt auch schon die Zeit, weil ich nicht so extrem oft Willi gemacht habe, aber dennoch mit 3 Sekunden Restzeit kommen wir jetzt mit der getunten Barty ins Ziel. Also würde ich schon sagen, ist es mit der getunten Barty schon wirklich eine kleine Herausforderung. Also definitiv machbar. Also gar keine Frage, das definitiv macht man mit der ungetunten. Aber ist schon schwierig. Und auch mit der getunten Barty darf man, ja, darf man sich nicht verspaßen. Muss man schon auch, ja, regelmäßig eigentlich sogar relativ viel Willi machen. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Aber na gut, geschafft ist geschafft und ja, wenn euch das Video gefallen hat, mit meinen ganzen Problemen, die ich hatte, so auf der Strecke, ne, wenn ich euch das zeige, aber ich meine, das gefällt euch eh gut, habt ihr zumindest mal in die Kommentare reingeschrieben. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich freue mich über einen Daumen nach oben und ja, über Kommentare freue ich mich auch immer und in dem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, haut rein, euer Luzi und ciao.